meinem Fuß geht es optimal eigentlich. Haben jetzt auch gut gearbeitet in der Länderspielpause. Ich persönlich auch nochmal mich gut reingehängt, ein bisschen Kraft aufzuholen, ein bisschen Kraft zu tanken und ja, hab Bock auf die nächsten Wochen. Wenn man weiß, dass man im Kader ist und auch spielen kann, ist, versucht man das auszublenden. Und ich bin halt auch so weit schmerzfrei, dass es mich eigentlich nicht mehr interessiert, auch im Spiel. Wir haben in dieser Saison gute Leistungen schon gezeigt und da wollen wir immer wieder anknüpfen. Und wir haben auch eine gute Mannschaft und ja, wir wollen einfach jetzt am Freitag wieder ein gutes Spiel abliefern und auch ja, die nötigen Punkte haben. Und ja, dafür sind wir gewappnet. Ja, wir haben viel trainiert, viele Spielformen gemacht, intensiv trainiert. Ja, wie gesagt, ein bisschen Kraft tanken, ja, Gas geben die Woche. Und ich denke, das wird uns auch die nächsten Wochen zugute tun. Ja, optimistisch. Wir konnten nochmal ja, im physischen Bereich auch nochmal arbeiten. Wir haben ordentlich Gas gegeben letzte Woche und auf jeden Fall waren die zwei Wochen jetzt sehr gut. Und ja, wollen wir jetzt hoffen, dass wir gegen Dresden uns dafür belohnen. Ist natürlich jetzt wieder ein schwieriges Spiel, wie jedes Spiel in der zweiten Liga. Dresden ist natürlich eine gefährliche Mannschaft, die wollen auch Fußball spielen. Haben auch gute Spieler, gerade im Zentrum. Aber wir sind, glaube ich, gut gewappnet für das Spiel, ja, gut vorbereitet und wollen natürlich drei Punkte einfahren. Man bereitet sich darauf vor wie auf jeden anderen Gegner. Man guckt die Stärken, man guckt aber auch die Schwächen an und achtet darauf. Und dann guckt man, wie man sie bespielen kann. Und da steht uns der Coach eigentlich immer super drauf ein. Ja, ich glaube, wir gucken auf unser Spiel. Wir wissen, was Dresden ausmacht, wie stark sie sind. Aber ich glaube, wenn wir 100% geben und eine gute Einstellung an den Tag legen, kommen wir auf jeden Fall drei Punkte. Ja, das Wichtigste, was halt in der zweiten Liga am wichtigsten ist, Siegeswille an den Tag legen. Ich denke, wer das Spiel mehr gewinnen will, wer mehr Gas gibt, wer mehr will, wer mehr Zweikämpfe gewinnt, der wird das Spiel gewinnen. Und das ist halt das Ding in der zweiten Liga. Und ja, wir hoffen, dass wir da gut drauf sind. Und ja, auf jeden Fall wollen wir da gewinnen.